wundern, wo meine Frau sagt, lieber lass uns einmal bummeln gehen. Bleibt mir gar nichts anderes über, denn da gibt's kein Widerstehen. Würde mich statt dem verweigern oder auf eine Ausrede pochen, tät sie sich nur eine steigern und ich höre das fünf Wochen. Deshalb denk ich mir ergeben, offensichtlich ist das Bummeln essentiell fürs Eheleben. Akzeptier's, da gibt's kein Schummeln, trotzdem möcht ich die Zeit abstecken. Drum frag ich, was möchtest denn kaufen? Ich hör Schurch und krieg einen Schrecken, davon hat's doch eh einen Haufen. Schuhe, Schuhe, eine Asse, ohne Pause, fülle Stunden in die Geschäften und nix gefunden. 100 Paare, nix dort Augen, meine Augen werden schwerer und mein Kopf wird immer leerer. Also ab zum Einkaufsstraßen und ins erste Schuhgeschäft rein. Passen tun's wie angegossen, doch sie sagt, das wär nicht meine. Ich frag sie nach ihren Gründen und krieg nonchalant zu hören, ihr werdet schon noch andere finden, die mich mehr als die betören. Gut 10 Paar bringt der Verkäufer, schwarze, weiße, dunkle, helle. Er wird schon zum Dauerläufer, bringt verschiedenste Modelle. Sie tut alle ausprobieren und ich muss mit leichten Leiden jedes Schuhpaar kommentieren. Doch sie will sich nicht entscheiden. Schuhe, Schuhe, eine Asse, ohne Pause, fülle Stunde in die Geschäfte und nix gefunden. 100 Paare, nix getaugen, meine Augen werden schwerer und mein Kopf wird langsam und langsam leerer. Also geht die Suche weiter, weil noch 20 Schuhgeschäfte locken. Mich als leidender Begleiter sieht man in der Ecke hocken. Jedes Paar mit leichtem Raunen, wenn ich nicht grad Absatz füllen. Brav und engagiert bestaunen und im Geist Sekunden zählen. Du Idee dann zusammenschmieren, komm ich heute schon auf 4 Stunden. Jetzt tät mir nur interessieren, wer hat all die Schurch erfunden? Die Verkäufer holen vom Keller ganze Berge von den Dingen. Doch meine Frau probiert noch schneller als die neiche Schachteln bringen. Schuhe, Schuhe, eine Asse, ohne Pause, fülle Stunden in die Geschäften und nix gefunden. 100 Paare, nix dort Tagen, meine Augen werden schwerer und mein Kopf wird immer leerer. Geschäft und kein Ergebnis. Meine Frau sagt folgerichtig, hilf mir zum Erfolgserlebnis. Mach dich auch ein wenig wichtig, nicht? Magst mir denn nicht helfen wollen? Schau doch auch in die Regale und sag mir, die dir gefallen. Dann kommen wir schneller zum Finale. Und tatsächlich, nach 6 Stunden, sind wir nicht durch mit dem Probieren. Wir haben nicht ein Schuhpaar gefunden, muss ich auch jetzt registrieren. Ich schau fragend, wir drei offen. Und Herr, ich wollte bei dem hoffen, mir einmal
verschossen und beim nächsten Mal was kaufen.